Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Road to Commander. Heute in der Special Edition mit Anton in Real Life. Was geht ab, Leute? Ich habe jetzt hier meinen Monitor, also hier. Anton hat da seinen Monitor und wir spielen jetzt hier diese, also vielleicht ein, zwei, drei Folgen nebeneinander. Und ich hoffe, also ihr werdet natürlich heute nicht die allerbeste Audioqualität wahrscheinlich haben oder so, aber egal, es ist eigentlich ganz lustig, sowas haben wir erst einmal gemacht und deswegen... Wie viele Likes würden wir jetzt realistisch bekommen, Marcel? Also okay, jetzt können wir eh keine Triple Nuclear machen, wenn wir jetzt Herrscher spielen würden, 6 gegen 6, so auf Hijacked und wir würden beide eine Triple Nuclear machen nebeneinander und wir sitzen real life... Ja, das wäre das Heftigste, was jemals passiert wäre, Digga. Ich würde einfach nur umkippen, Mann. Wir würden safe bewusstlos liegen. Ja, Digga, das. Und Sony müsste das Video dann hochladen und uns davor aber wiederbeleben. Ja, aber, Digga, also. Das ist halt nicht so ganz realistisch. Oh, ich muss ein optisches Kabel reintun, Digga. Das war's komplett. Anton wieder gut vorbereitet. Egal, ihr seht ja eh meine POV, deswegen alles gut. Ich hab das optisch. Ich brauch keinen Gamesound. Du brauchst keinen Gamesound, oder? Ich hol das dann in der Halbzeitpause. Entspannt, Digga. Ganz entspannter Hase. Ja, ich habe jetzt hier die Elsa ausgepackt, Freunde. Keine Ahnung, gucken wir einfach mal. Habe ich hier auch 60p. Also Marcel, muss die linke Softbox so hell sein? Ja, Digga, die muss ich erblinden eigentlich. Digga, es ist so, als ob ich so geflasht wäre die ganze Zeit. Das ist gerade voll das Handy. Nee, wir können die, warte, ich mach die ein bisschen dunkler. Mach die so auf andere Farbe. Nein, ich wurde so gesniped. Ich mach die einfach dunkler, Digga, so. Oh ja, perfekt. Okay, nice. Okay, also Freunde, wir sind immer noch nicht auf dem Level, seit ich wieder zurückgesetzt wurde. Das heißt, wie gesagt, diese Serie wird 70 Folgen haben. Die letzten Folgen werden dann 10.000 Aufrufe haben, auf ganz entspannter Basis. Oh mein Gott, Digga, alle kitschen! Fünf Leute kitschen! Oh mein Gott, hätte ich C4 gehabt. Nur zu zweit, ja moin. Ich dachte, er snipet mich safe. Als ob die ist. Was? Mein Aim ist so. Ich hab wirklich das schlechteste Elsat-Aim der Welt. Ich hab jeden Burst bis jetzt getroffen. Echt? Mit Elsat bin ich der aller. Nein, Digga! Du bist ganz woanders. Oh mein Gott, das war ein Schuss geholt in Zeit. Ja. Digga, du musst auch reden, Anton, Digga. Wir reden beide kein Wort, Digga. Digga, du bist auch zu hören im Video. Als ob du nur klären willst, Digga. Ja. Nämlich jetzt. Mein Gott, Digga, hier passieren so lustige Sachen. Wieder alle kitschen, Digga. Jetzt kommen die von hinten. Komm schnell, schnell, schnell. Die sind Laundry gespawnt. Nein, ich werd so. Mein Gott, der Taktikeinstieg. Ich hab Streaks. Digga, das ist gerade so mächtig, was hier abgeht. Ja, das ist eine heftige Lobby. Digga, es ist so krass, was passiert hier? Was ist das für eine Feed-Lobby? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mein Gott, Digga, ich habe jetzt gerade so viele Gun-Kills gemacht. Huch. Ich hau die Streaks nicht Kitchen raus. Kitchen ist einer weak, weak, weak. Ich komme von hinten. Oh Mann, Alter. Hinten ist einer gespawnt. Okay, nice. Jetzt habe ich endlich den S-Min-Reflex wieder drin. Gnadenlos. Ich mache. Ah, belastend. Okay, den hole ich mir da raus. Scheiße. So, okay. So, okay. Und. Oh, das könnte lecker schmecken sogar vielleicht. Gucken wir mal. Ich fühle mich gerade so ein bisschen, als ob wir so ein Kill-Duell machen, Digga. Irgendwie so richtig komisch. Als ob wir ein Kill-Duell machen, Digga. Ich überhaupt nicht, Digga. Du spielst so ganz entspannt, gell? Ich komplett entspannt. Ich muss. Oh Gott, mein Gott, Digga. Da muss ich jetzt die Headzone reinhauen. Kann man die beschleunigen? Naja, ich wusste das nicht mehr. Ich habe meinen Beste. Alles klar, ich habe keinen Kill gemacht. Warte mal, auf welche Taste beschleunigt man die? Auf L3? L1. Nicht ich habe so viel geschluckt schon. Ja, L1. Ich dachte L3? Ne, das war gerade auf L1. Digga, die sind die ganze Zeit alle kitchen, das ist so eine lustige Lobby. Money Room, ja. Hab ihn. Ja, Scoops ist hier gerade draußen. So. Wir kommen jetzt eh wieder von hier, oder? Upstairs? Ne, hier upstairs. Zigzag. Ja, jetzt spawnen die andere Seite. Ich geh jetzt hier Poolseite. Open Stairs. Oh mein Gott, Digga. Nicht snipen. Oh mein Gott, Drohne habe ich ist wieder. Ist da oben? Ja, hey, Digga, kann es sein, dass nur wir Kills machen, diese Lobby? Digga. Ja, es ist sogar wirklich so, Digga. Wir haben 16 und 17 Kills. Aber Digga, das ist schon eine Lobby, die Spaß macht. Macht schon Spaß, ja. Oh mein Gott, nicht. Digga, ich gehe gerade so durch einfach, Digga. Ja, das ist so eine Spazierlobby. Und ja, Digga, aber komplett, was ist das hier? Digga, die Connection ist auch gut, ne? Digga, es macht so Spaß gerade, das ist die beste Lobby. Er kriegt mich nicht, Digga. Es ist so lustig. Ich komme nicht klar auf diese Lobby, Digga. Wie lustig. Es macht so Spaß einfach. Die kommen wieder kitchen. Ah, hier. Oh. Ah, einer hinten mit Geist. Aber ich habe noch die Headstorm bekommen. Müsst gleich Orbi haben. Mach
Kommt, vielleicht kriege ich einen Kill mit der Headstone? Nein, kriege ich nicht. Sehr gut. Oh, ein halb Burst habe ich ihn geholt. Beste. Connection ist gut. Ein Burst noch. Okay. Ein Kill meine ich. Ein Burst noch, Digga. Das ist so arrogant, Digga. Ein Burst noch. Die waren beide mit einer Kugel tot, ich meinte ernst. Ja. Ich könnte so ein Feed machen. Ich könnte so ein. Nein! Alle da hinten! Warte, mach ich Feed. Du kannst so ein Feed machen, Digga. Eins, zwei, drei. Nein, ich hab einen Burst verfehlt, Digga. Ich hätte dich Fortfeed machen können. Fortfeed? Ja, Digga, also die Runde war, denke ich mal, ziemlich lecker zum Anschauen. Also die war echt saftig, knaftig. Ey, ich hol kurz optisches Kabel von der Tüte, okay? Ja. Das ist ja hier direkt. Dann sehen die mich ja trotzdem. Ja, also Digga, dieses Weitwinkel ist so krass. Warte, ihr sitzt eigentlich so weit auseinander. Diese Kamera ist echt gerade ein Wunder. Ey, ich kann sogar ein Dance-Video jetzt aufnehmen. Ja, Digga. Mach mal Fortnite-Tanz. Ich schwör, wenn Krappi jetzt hier eine Rückwärtssalto machen würde, würde er komplett draußen auf die Cam. Ja, ist auch so, Digga. Kannst du nicht auch Rückwärtssalto, Digga? Nee. Kennst du das, den Vlog eigentlich, wo Krappi von meinem alten AMG einen Rückwärtssalto macht? Ja, klar. Digga, war so crazy. Mach mal Zufall. Ey, Digga. Ah, FHL, Digga. Ah, das ist so geil, Mann. Ich liebe das. Guck mal, weil immer, wenn ich eine neue Waffe freischalte, habe ich direkt alle Aufsätze frei. Weißt du, was das Ding ist? Ja. FHL, ich würde die so gerne jetzt spielen, ne? Mhm. Aber es geht einfach nicht. Hast du die auf dem Account nicht? Ah, doch. Oha, Digga, du hast gerade meinen Horizont erweitert. Ja, komm, wir machen beide FHL. Ja. Machst du auch immer Rotpunkt Schaft? Ja. Ja. Also, schnell ziehen ist natürlich auch geil, aber da musst du auch ein paar Perks verzichten. Mach mal hier so und so. Digga, 8 Leute haben. Keiner hat Bock auf Jemen. Huch, okay. Optisches Kabel in, ne? Oh, Nuketown, Digga, wie gut ist das denn? Ah, ich mach jetzt auch Orbi ein. So. Drohne, Konterdrohne, Orbi. Boah, die Lobby, die Teamaufteilung, Digga. Mashallah, mach nochmal, Digga. Nein, nicht Primus. Ja, egal, es passt schon irgendwie. Irgendwas wird da rauskommen. Jetzt ist die Lobby eh verkackt. Egal. Geht's oder war's das? Gleich hier die Plays hier aus und das war's mit der Folge? Was? Es macht nicht Klick, wenn man das optische Kabel reintut, Digga. So, okay. Aber FHL ist nicht so eine Nuketown. Aber es ist nicht so eine Nuketown-Map, oder? Waffe FHL. Ist doch egal. Na gut. Aber mach nicht so laut, Digga, damit du mich noch hörst. Weil sonst wird das übertrieben. Ich höre dich so laut, Digga. Ich hab, also vor ein paar Folgen gab es eine Shotgun-Folge, die war so geisteskrank auf Nuketown. Ich habe so heftig gespielt. Oh, was habe ich ihm für ein Aim gegeben, Digga? Aimbot komplett ausgepackt gerade. Okay, die sind alle hier außen. Nein, Mann. War Zimzig mit Scorpion Evo, die ich geholt hat, ne? Oha. So, okay. Ich werde das nie vergessen, ne? Ich krieg noch manche Albträume. Ich so zum Therapeuten gehen, Digga, wegen Zimzicke. Wegen, ja. Weil sie mich einmal geholt hat, jetzt kommt auf den Evo. Okay, es war nicht nur einmal, aber dieser eine Dropshot-Kill war krank, der war ja auch on-stream. Mein Gott, ich hab gleich Orbi, Digga. Denkst du, sie hat mit... Nein, ich hab ver-aimt, Digga, ich hatte 7-0, ich habe so gut gespielt, was? Denkst du, sie hat mit Taktiksteuerung mich gedropshottet oder hat sie dich oldschool? Nee, oldschool mit R3, Digga. Okay, der kriegt ein C4, das ist schon mal sicher wie das Arm in der Kirche, let's go, woohoo! Ah, ist durchgekommen. Und dann gebe ich ihm trotzdem Turner. Okay, das war nicht... Also, Leute, ich gehe gerade richtig schön rein mit der FHL, Freunde. Also, ihr könnt euch über Gameplay heute nicht beschweren. Ich bin auch gewarbankt. Oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Ich will's sehen. Nein, zwischen den Bussen. Digga, das sind überall Gegner. Aber was für eine Feed... Was für Feed-Lobbys? Der kriegt ein C4. Was? Sehen? Er hat so viel überlebt, Digga. Drei Schüsse und ein C4. Ich hab ihn. Hat auch FL ausgepackt hier, oder SMR, ich weiß nicht. Ja, hier ist noch einer außen. Oh mein Gott, FL. Ich kann aber nicht so gut triggern, Digga. Ich hatte einmal, da habe ich so für 5 Minuten mich zusammengerissen, konnte gut triggern, da habe ich dieses Live-Commentary rausgerasselt. Aber... Hat uns auch fast mal einen Triple mit FL, oder? Nein, aber ich hatte 55er Gunstreak, erste Halbzeit mit FL. Lol. Digga, ich bin gerade wirklich absolutes Trigger-Monster, Digga. Nee, ich gar nicht, Digga. Ich bin ganz, ganz selten in diesem Modus. Der andere wartet jetzt auf mich. Digga, ich bin gerade der heftigste Spieler der Welt, Alter! Ist dein Orbi? Ja, Digga, weißt du, wie heftig ich den erspielt habe? Oh mein Gott! Krass.
Digga, ich kann absolut nuklear. Ah, ne, kann ich nicht mehr. Aber Digga, das. Also, das ist eine geisteskrank gute Runde für meine Verhältnisse, Digga. Ne, ich spiele. Ich hab 10 zu 6, Digga. Das ist gar nicht meine Runde. Bruder. Skrupellos? Und du kannst bezeugen, ich habe hier keinen Trigger-Stick oder so, Digga. Ich spiele so. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich auch eine gute Szene. Hab wieder Szene. Orbi. Oh mein Gott, Digga! Jetzt habe ich auch eine gute Szene. Ist gleich aus. Ja. Oh mein Gott, Digga, das war eine. Also da habe ich jetzt wirklich gut abgeliefert. Ah, nicht schlecht. Da habe ich jetzt wirklich alle komplett. Achso, wir nehmen ja erst 10 Minuten auf. Krass. Das heißt, wir spielen noch eine Runde, oder? Ein oder zwei Runden, ja. 20 Minuten mache ich immer so. Ja. Also da habe ich jetzt wirklich. Es gibt eben so Runden, kennst du das? Und da kannst du nicht sterben. Da kommen noch Gegner, aber die haben dann so einen scheiß Winkel, können dich nicht holen, kannst die auch wieder erholen. So, es gibt einfach solche lustigen Lobbys, Mann. Ja, aber FL war schon immer meine Schwäche. Red hat mich komplett vernichtet mit FL im 1-1. Mit dem 8 habe ich ihn so 20-8 gegeben, so richtig hart, oder 20-10. Ja. Und FL war es dann genau andersrum. Muss mal Express spielen. Okay, ich habe. Dann war aber mein Argument natürlich immer, ja, FL zählt, aber ihn kommt nicht und so. Das ist ja, nicht legit. Ja. Okay. Mach mal, willst du lieber Nuketown spielen? Okay, alles klar. Ich sag so zu ihm, lass mal Express spielen, er will Nuketown. Du hast nicht Express gesagt. Du hast nur gesagt, lass mal lieber, wir können auch Zufall machen. Mach mal Express. Aber jetzt die Lobby eh, ich weiß nicht, diese beiden hier, gucken uns die mal an. OS. Obwohl, die sind auch nicht gut. Mach mal, Digga. Hey, Kubanito ist in der Lobby. Kubanito? Ah, da oben, ja. So, habe ich irgendwas Neues freigeschaltet? Ich muss immer mal wieder schauen, weil darum geht es ja irgendwie auch im RTC. Nee, oh, MSMC kommt bald, das ist nice. Die M27. Type ist auch gut, Digga. Welche? Type. Schafft Schalldämpfer, ist krass auf der Type. Spielt man viel zu selten. Ach, die Type? Ja. Warte Type mal. 25. Okay, komm, wir machen mal. Ohne Mist, schafft Schalldämpfer. Achso, aber du. Ah, doch, du hast doch die Aufsätze. Doch. Ich habe das ja das. Ich finde, das ist deswegen das perfekte RTC, weil ich habe schon die Aufsätze, welche Waffen freischaltet, Digga. Es ist perfekt einfach. Stimmt eigentlich, Type ist eine richtig geile Waffe. Warte mal, ich. Das Einsatz ist auch gut. Ich packe aber noch, weil jetzt habe ich eh noch keinen Plünderer, kann ich noch einen dritten Aufsatz drauf tun, da packe ich noch Magazinerweiterungen drauf. Ja, was ist das? Goldtarnung ist natürlich auch schon am Start. Und Diamanttarnung natürlich auch. Hast du jemals die Diamanttarnung erspielt auf irgendeinem Account? Nee. Das einzige Spiel, wo ich Diamanttarnung hatte, war BO4, aber halt auch nur ein paar Klassen. Also wie heißt das? Sturmgewehr oder so. Ja. Dark Matter habe ich mir auch nicht gegeben, das war mir zu heftig. Digga, das ist doch heftig. Guck mal die Lobby an. Digga, du bist viel früher in der Lobby. Digga. Der eine hat 29,1. Lass ihn mal killen, bitte. Ich weiß, es ist nicht vorbildlich, aber das haben die Leute so oft bei uns gemacht, Digga. Okay. Ein Tod, aber. Ja, der hackt. Raus. Nicht jetzt sonst zurücksetzen oder so, ich muss immer aufpassen. Warte kurz. Oha! Okay, ich guck's mir an. Warte. Er hat gegen den Container geschossen, aber ich war nicht mal beim Container drin. Ja, ich hab's drin. Gesehen, Digga. Er hat mich nicht mal. Also ich war nicht mehr hinterm Container. Ich war auf offener Fläche, aber das. Alter, ich check ja gar nichts. Das hättet ihr sehen müssen, Leute. Er wurde so frech geholt. Ich dachte schon, er hat legit gerade 29,1, heißt. Ah, okay, schade. Ich glaube, Glitch hat gerade nicht geklappt. Ich glaube, wir sind einfach zu nah beieinander. Okay. Gab's eigentlich jemals ein Lobby-Glitch-Tutorial? KS hat, glaube ich, irgendwann eins gemacht. KS hat nur das gesagt, dass man Splitscreen-Controller anschließen soll. Such du mal eine Lobby. Und dann, dass man den zweiten Controller quasi disconnected, wenn man in der Lobby ist. Aber das ging ja nur, Leute, ganz, ganz früher. Ja, das ging ja bis 2014. Jetzt sind ja so wenig Spieler, das ist scheißegal. Mach lieber noch TDM eine Runde. Das passt besser jetzt von der Länge. Leute, wir würden natürlich auch ein One-on-One oder so machen, aber dazu bräuchte man EP. Oh, Standoff ist einfach eine der geilsten Maps. Weißt du, welche Tarnung mich immer an dich erinnert? Die habe ich auch gerade gespielt, diese hier, warte. Kohlenstofffarbe. Ja, ja, das ist eine meiner Lieblingstarnungen. Oh, der Typ hat kein Emblem hier. Weil die so clean aussieht. Na. Snip, Digga. Es gibt eine Möglichkeit, eine gute Multiteam-Lobby zu bekommen. Und zwar über letzte Spieler die TDM-Leute einzuladen und zu hoffen, dass sie reinkommen. Ja, okay. Das ist für mich legit. Aber. Geh mal raus. Oh. Das ist für mich legit, Digga. Weil du spielst ja wirklich legit gegen die und du spielst auch kein Private Match. Oh Gott, geh raus, Digga. Sicher? Ja, Digga, da oben, wenn er mich zurücksetzt, Digga. Achso. Ich muss darauf ja die ganze Zeit achten. Oh! Slums. Ja.
Oder Jemen ist auch geil. Nee, Slums. Okay. Digga, wie schön die Lobby oben aussieht. Und die zwei unten sollen zu uns rein. Kann sogar sein, Digga, Ulm ist. Digga, also über meinem Namen, Digga, ist es die schönste Lobby, also über deinem bei dir, ist es die schönste Lobby aller Zeiten. Digga, ich hab einfach mal Cup 40 Merch rausgebracht. Mach mal kurz eine Story, Digga. Nein, Digga, dann suchen die Leute uns. Oh. Mach später. Oder nimm die Story auf und poste sie später. Ja, stimmt. Ja, das ist smart. Ich nehme sie sogar mit Video auf, Digga, dann ist die Qualität muss besser. Muss ich beeilen, Digga. Bitte? Ich nehme es jetzt auf. Ja. So, Leute, wir nehmen gerade Black Ops 2 auf. Hier so eine kleine LAN-Party für Marcello. Let's go. Absolut, das ist natürlich das Scheiß, die Scheiß-Team-Aufteilung. Oh fuck, ich muss nochmal machen. Ich hatte meine Beine überkreuzt, Digga. Das sieht richtig gay aus. End of story. Okay, mach nochmal. Seht ihr mal, wie es läuft, Freunde. Yo, Leute, wir nehmen gerade Black Ops 2 auf. Richtig eine kleine LAN-Party, Digga. Slums angesagt. Scuffy ist auch im Start. Faser Shorts. Let's go. So, okay. Oh mein Gott, die Teamaufteilung, Digga, das Gegnerteam sieht so lecker schmecker aus. Okay, packen wir die Type aus jetzt, noch eine Runde. Und dann. Come on. Ich spiel nochmal FAL. Nochmal FAL? Witz, aber ich hab dir ja gerade schon die Ehre genommen, Digga. Ja, ich will aber jetzt meine Ehre wieder zurückholen. Oh Gott, da hinten. Oh Gott! In der Garage, Digga. Nein, er ist an der Brunnen rechts von mir. Ja, warte. Die Typ hat halt einfach so eine geil schnelle Feuerrate, ne? Digga, die ist richtig gut ohne Mist. Ich hab die halt auch schon sehr selten gespielt. Weil ja, Digga, die ist unnormal krass. Schon mal besser ist. Ja, klar. Jetzt auch so ein Waffentutorial machen, Digga. So, spiel diese Waffe im Was er hat sich gerade so schnell bewegt, Digga. Ich dachte, er ist erhackt. Aber es ist einfach nur ein Spielbug, glaube ich. Ich muss aufpassen. Ja, ich wusste es. Okay, nice. Ich hab gleich Orbi. So, come on. Mhm. Komm her. Mashallah, mach nochmal. Komm her, Digga. Okay, jetzt kommen die alle. Ich kann da. Ich muss nur gucken, links. Okay, Anton, hast du die linke Seite? Geht, ich try, Digga. Okay. Ich bin EMP-granatet. Mann, come on, Digga. Wie lange dauert das? Ich bin kurz vor Orbi, Mann, geh weg. Oh, ich hab Orbi. Oh, lecker, Digga. Das schmeckt mir. Der dreht sich so um, als ob er mit Lenkrad spielt! Ja! Oh, ich habe keine Munition mehr, jetzt bin ich lost. Okay, egal. Ich brauche nur die B23R. Die Kap 40 hier, Digga, ich brauche sie so dringend, ich habe keine Muni mehr. Anton, Mann, bist du nicht EMP-Granate? Ich bin auf Nuke Streak, ich will schnell machen. Ich bin auch auf Nuke Streak, Digga. Ich muss mit Kap 40 spielen. Digga, ich bin so lange EMP-Granate. Wir können theoretisch beide einen Nuke machen. Ja, ich hab schon, ich hab wieder Orbi. Ich hab Orbi rausgehauen gerade. Der langsamsten Triggerfinger in der Geschichte des schrittigen Schnitzbrots. Ne? Ich muss mit einer Kap 40 spielen, Mann. Oh mein Gott, Marcel. Ich challenge einfach auf lustig. Nein! Oh, ich hab mich so erschrocken, also ich hab so gezuckt, oh mein Gott. Okay, nein, ich wurde angehittet, er hat das C4 so weit über diese Mauer geworfen, Digga. Okay, ich mach nicht mehr jetzt, ich hab skrupellos. Oha, ich darf keine Kills machen, Bro. Ja, mach keine. Oh mein Gott, Digga, ich kann absolut Abschlusskette machen. Oh mein Gott, Digga, das könnte so eine Abschlusskette werden. Mach aber auch lustig. Weiter. Ah, das links. War Abschlusskette, Digga, safe, Digga. Safe war das Abschlusskette. Du kannst doch machen, schnell. Die machen keine Kills, ich blockiere die, damit ich hier nicht durchkomme. Ultra-Abschuss, Mann! Ich blockiere die, damit ich hier nicht durchkomme. Ja, warte, ich. Ich laufe in den Tod, weißt du? Ja. Ich habe halt keine. Hier. Ah, Scheiße, er hat einen Kill gemacht. Also ich muss. Ja, warte, ich muss halt nachladen. Du brauchst jeden Kill. Ja, warte, oh Gott, stimmt, ich habe 24. Warte, ja, genau, ich renne jetzt dahin. Ja, ich schaff's. Oh, ja. Digga, wo ist der? Nein, jetzt schaff ich's nicht mehr, glaube ich. Nee, ich schaff's nicht mehr, Digga, geht nicht mehr. Wieder. Digga, ich hab einfach. Warum sind die andere Seite gespawnt, Mann? Digga, gameplay-technisch ist das die absolut krasseste Folge, Digga. Ich hab so den Zielsucher-Ultra-Abschluss gemacht. Nice. Ah, 26-0. Okay, Leute, lasst ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder beim RTC. Haut rein, bis dahin und ciao, tschüss. Ciao.